was da gestern in Stuttgart passiert ist, das hat gar nichts mit der Bewegung Black Lives Matter zu tun. Das hat auch gar nichts mit Amerika zu tun, was da passiert ist. Für mich, die Leute, die da rumgelaufen sind, die da Existenzen zerstört haben, diese Leute, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da gemacht haben. So die Migranten, die da alle mitgelaufen sind, die ganzen Nationen, die dabei waren, waren ja Nordafrikaner, Türken, hat man alles gehört, wer da war. Jungs, wisst ihr, was ihr da gemacht habt? Ihr habt mit eurer Aktion, habt ihr der AfD die Bälle rumgespielt. Das heißt, die AfD hat jetzt genug Pulver, um die Leute politisch an sich zu binden. So. Ihr habt eigentlich quasi auch den Ruf aller hier lebenden Ausländer geschädigt mit der Aktion, die ihr gestern getan habt. Also ich sage klipp und klar, du musst mich sowas, von sowas distanzieren. Und auch die Deutschen, die damit gelaufen waren, auch dabei, die Fenster kaputt gemacht haben. Ihr habt in der Corona-Zeit, wo die Leute, der Einzelhandel, alles, egal wer es ist, total die Leute Probleme haben, ihre Geschäfte zu führen, Arbeitsplatz zu sichern, habt ihr einfach Existenzen zerstört. Ihr seid zu Leuten hingegangen, habt da Plünderungen gemacht, habt Scheiben eingeschlagen. Es gibt Menschen, die haben Verantwortung, die müssen Familien ernähren, ihre Familien ernähren. So, jetzt verlieren sie ihren Job, weil der Laden pleite geht. Ich meine, ihr lauft rum und lacht und so, tut so, ob das ein Kavaliersdelikt ist. Fakt ist, ich und das im Namen aller Ausländer, distanzieren uns von allen, die da rumgelaufen sind, stolz geplündert haben. Und diese Menschen, die da rumgelaufen sind, das soll nicht jetzt der Nennwert aller Ausländer oder aller Bürger sein, die in Deutschland leben. Das hat nichts mit Ausländern zu tun, das hat auch nichts mit der Black Lives Matter Bewegung zu tun. Das sind einfach Menschen, also waren ja junge Leute, die einfach nicht über den Tellerrand hinaus denken können, die keinen Horizont haben, die einfach Scheiße gemacht haben. Also Jux aus Frankfurt sagt klipp und klar, das war Scheiße gestern. Und ich verurteile das Ganze. Servus.